Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in der IFC24 in der Wölfe-Trainer-Karriere, die irgendwie auch nie zu Ende geht. Genauso wie die Sims 4 No Money Challenge geführt, aber die werden beide irgendwann enden. Auf jeden Fall habe ich hier vergessen zu zeigen, dass wir hier ein paar News haben. Was ist denn das mit Mokoko hier war eigentlich? Für Mokoko? Achso, hier. Hier wollte ich hin. Genau. Mokoko nämlich, dass er sich gut entwickelt, genauso wie Wikolos, also dass die halt durch sind mit dem, Trainings, mit dem Entwicklungsplan, also dass sie die Potenziale erreicht haben und ja, nur noch sehr, sehr langsam voranschreiten hier. Hier sieht man es ja, es dauert bei Mokoko 91 Wochen trotz großartiger Form, ne? Und trotz Coaches 91 Wochen, weil er halt schon krass unterwegs ist, ne? Bei seiner 89, super entwickelt der Boy. Hätte ich gerne bei Jamie, weil ich finde, der hat das auch verdient, mal ein bisschen zu steigern hier. Aber gut, das erwähne ich auch irgendwie jedes Mal, ne? Aber es ist halt auch so, ja, Fofana, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja. Und das war ja auch Rico Lewis, ne? Der, was hat der inzwischen? 87, oh, auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. So. Auch eine richtig starke Leistung. Ja, ein bisschen weniger als Mokoko, aber gut, das war krass, dass er überhaupt auf das Level von Mokoko rangekommen ist. Ja, ich glaube, Sprintbonus, also Sprinten braucht er nicht mehr so viel. Aber andererseits lasse ich lieber den hier, weil da hat er so viele defensive Werte, so. Also da hat er, abgesehen von Grätsche, ja alles mit dabei. Also abgesehen von Grätsche und Sprungkraft hat er da ja alles mit dabei, was man in der Defense gut gebrauchen kann. Deswegen lassen wir den einfach den Plan. Und schauen mal, wie es so weitergeht für ihn. Vielleicht erreicht er nur 90, weil er ist ja noch 19 Jahre jung. Und ja, sofern wir das, also ich weiß nicht, wie lange wir hier noch machen werden in der Wölfe-Trainer-Karriere, mal schauen. Ja, aber das Gute ist, ich habe halt, wie gesagt, eine Lösung über das Stream gefunden für halt Projekte, die halt länger dauern, wie zum Beispiel in Hitman die K Everyone Challenge, so lange Bock drauf gehabt. Und ja, es ging zum einen nicht voran, weil ich erstmal es freischalten wollte. Und manchmal hat mir da die Lust zugefehlt. Und natürlich kamen halt auch die Probleme mit dem Tool dazu, weil sonst hätte ich halt in Hitman auch schon längst weitere K-Everyone-Chains gemacht. Es gab ja einen in Hawksby Bay, die hat mir sehr gut gefallen gehabt damals, vor, das ist schon ein paar Monate her, ne? Und ja. Ja, gönn dir. So. Und ja, deswegen, ja, schade, dass es da nicht weiterging, genauso wie halt auch in der Impossible Sprint, glaube ich, hier in IFC24, wo wir ja ein paar Parts hatten, aber leider Probleme mit Tool. Und deswegen halte ich es halt für sinnvoll, den Rest der Impossible Sprint, glaube ich, auch einfach zu streamen. Ja, genauso wie in Sims, eine K-Everyone Challenge, die könnte ich mir auch vorstellen zu streamen, also wo ich in Sims halt alle Leute einfach kille, die ich halt killen kann, weil es gibt da zwei oder drei Chars, die kannst du nicht killen. Abgesehen vom Sensenmann natürlich, den kannst du halt auch nicht killen. Und dann gibt es halt noch Santa Claus, den kannst du nicht killen. Also beziehungsweise der Weihnachtsmann, den kannst du nicht killen. Auf normalen Art und We normale Art und Weise, genauso wie noch ein oder zwei alte Omas. Die kannst du auch nicht killen. Ja, muss ich halt, also abgesehen von denen natürlich. Und natürlich abgesehen von meinem Char, ist ja klar. So. Weil den nehme ich da raus. So. Würde ja auch. Würde das überhaupt. Ja, doch, würde funktionieren, aber. Ja, den nehme ich da halt auch raus. Und ja, die 100 Baby Challenge, keine Ahnung, ob die gestreamt wird oder in Let's Play Format kommt. Das ist. Weiß ich noch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir in Sims nach der No Money Challenge weitermachen mit dem normalen, mit einem normalen Sims Let's Play, dass wir halt einfach, dass halt mehr erkunden wird, dass ich halt mehr zeige und dass man halt auch vielleicht ein bisschen Storyline erzählen reingeht, vielleicht. Also werde ich halt gucken, ob ich da so Lust habe, weil eigentlich Storyline-Telling, da, das mache ich halt, ja, das mache ich eher im Buch, das ich schreibe in Real Life und halt im Wrestling. So. Weil ich halt nicht, ob ich Lust habe, in Sims auch noch auf Storylines zu gehen. So. Das wird man halt, werde ich halt schauen müssen. Und aber das erfahren wir ja, wenn es soweit ist. Ne? Und ja, vorweg kann ich schon mal nehmen, dass in dem Let's Play mein Char nicht alleine sein wird. Weil ich denke, das wird ein bisschen
zu langweilig. Und es wird ja auch noch eine Hardcore No Money Challenge geben, wo ich halt im Gegensatz zur jetzigen werde ich keine Magie benutzen, also um halt Geld zu erbeuten, weil es geht ja viel zu einfach, viel zu schnell, viel zu gut, wie wir gesehen haben im Laufe der Challenge. Und deswegen will ich das halt nicht machen. Und zukünftige Sprint to Glories in EFC, die werden halt auch gestreamt. Bei der Hardcore No Money Challenge muss ich halt, wie gesagt, mal gucken, weil für gewöhnlich, weil ich bin halt eigentlich kein Streamer. Ich mache das halt nur als Ausweichen, als, ich kann nicht reden, Ausweichmöglichkeit. So, jetzt habe ich es aber, Ausweichmöglichkeit. Ja, weil es halt nicht geht und ich halt, finde es halt schade um die tollen Projekte, die ich halt, auf die ich so Bock habe. Und vermutlich bin ich da nicht der Einzige, weil Impossible Sprint to Glory kam ja auch gut an von den Aufrufzahlen. Also, ja, deswegen finde ich das halt schade, weil ich habe Bock auf diese Challenge. Mir hat die Spaß gemacht, trotz der ganzen Probleme über das Tool oder dass ich rausgeschmissen wurde. Mir hat die Challenge Spaß gemacht, aber leider geht's nicht, weil mein Tool rumspackt. Und ja, mit Twitch konnte ich mich auch nicht irgendwie verbinden. Ich weiß nicht warum, da kommt immer derselbe Fehler. Aber ist ja auch egal, weil im Endeffekt kann ich auch auf Tube streamen. Ich weiß nicht, warum ich da nicht zuerst drauf gegangen bin auf diese Möglichkeit, weil das mehr Sinn macht, aber ja, wie auch immer, habe ich halt jetzt berücksichtigt die Möglichkeit und dann machen wir das jetzt und wir setzen auch wieder die Dings hoch. Ich werde die wahrscheinlich immer hin und her schieben, weil wir haben ja gesehen gegen Bayern so auf einmal voll die Probleme auf einmal gehabt, wo ich das auf 75 hatte. Ich teste auf 65 gegen Malmö, keine Ahnung, ob das wirklich so den Ausschlag geben wird. Weil Malmö ist ja weit von uns entfernt. Und das Problem ist auch, dass ich durchspielen muss gegen Malmö eigentlich. Andererseits könnte ich das auch der Simulation überlassen tatsächlich. Ja, ich weiß halt eh nicht, wie viele Saisons ich noch hier machen möchte in der Trainerkarriere, weil aktuell, es wäre halt schade, wenn kein EFC mehr kommen würde, finde ich. Und irgendwie macht mir die Challenge auch immer noch Bock. Den könnte man vielleicht mitnehmen für Neuseeland von der Gesamtstärke her, aber andererseits wäre es dann auch Verschwendung so. Ja, fühle ich halt eigentlich so gar nicht, aber vielleicht kann man den verkaufen so. Ja. Und wir haben ja auch schlechtere Leute, glaube ich, sogar bei uns, die halt. Aber ich finde das halt auch kacke, dass es halt anscheinend gebufft worden ist. Und das in meinen Augen viel zu stark. Weil in FIFA 22, da hatte ich jetzt vielleicht vermutlich schon einige krasse Spieler sogar in meinem Land, in Neuseeland. Weil da hatte ich so viele Top-Talente. Also in einer Saison hast du 5 oder 6 brauchbare Spieler gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hast du halt hier nicht. Wir sind hier in der dritten oder vierten Saison. Wir haben einen krassen Spieler. Und den kann ich mal kurz zeigen für alle, die hier neu sind. Für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Weil der ist ja auch ausgeliehen, der Boy. Und zwar ist das hier der Hämmerlein. Der ist der mit dem krassen Potenzial. Das ist der einzige, den wir bekommen haben in 3 oder 4 Saisons. Und das ist halt schon schade. Klar, ich habe halt die Karriere restarted, kann man sagen. Also ein neuer Karrierespielstand. Aber wir hatten vorher, wenn ich mich richtig erinnere, keinen dabei gehabt, bis auf den Hämmerlein. Und ja, schade. Und wir müssen auch punkten gegen Malmö. Das ist sehr, sehr wichtig. Andererseits würde ich auch gerne hier ein bisschen vorankommen. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich vielleicht der Simulation das überlasse gegen Malmö. Und ich denke, wir gehen dann mit der Top 11 ran, weil gegen Kaiserslautern hat die B11 ja richtig gestruggelt. Und ich will eigentlich nicht gegen Malmö Punkte liegen lassen. Aber ich will halt auch ein bisschen in der Karriere hier vorankommen, weil, ja, das war halt ein bisschen vorankommen, dass wir ein bisschen hier auch Progress haben, weil das ist sehr, sehr wichtig, Progress zu haben in meinen Augen. Und ja, du bist unzufrieden, Gerhard, dann komm mal mit hier. Darfst du ausnahmsweise auch mal Shad Nevis spielen, würde ich mal sagen. Und ja, Vanna Dardai ist halt so, ja. Ah, shit. Unser Erfolgsgarant. Ausgerechnet er, ne? Ausgerechnet unser Erfolgsgarant fehlt. Genauso wie Jamie, der andere Erfolgsgarant, kann man eigentlich sagen. Und ja, Savio auf rechts vielleicht. Geht ja theoretisch. Und Durosimni darf auf die Bank, genauso wie Anschrillo. Ja, hoffentlich kriegt die Simulation das mit den Boys hier hin. Wobei, Simakan hatte ich da noch gesehen. Ist der fit? Oder ist er nicht fit? So, und die Frage ist auch, ich dachte gerade, ich hätte das über das Spiel in Malmö gemacht, aber nö, weder Doucouré noch Simakan sind fit. Uff, sage ich dazu, genauso wie das Anning mit muss. Wenn wir denn schon vor dem Spiel sind und ich das wirklich verkackt habe mit den Trainingsplänen, heute, ja, habe ich verkackt.
Habe ich vielleicht verkackt, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich verkackt habe oder nicht. Ja, wie auch immer, ne? Müssen wir halt gucken, dass wir hier auch auf Leistung gehen, einfach überall. Und dann passt das eigentlich. Ja. So. Wobei, was haben wir dann im nächsten? Ach, egal, wir machen das einfach nach dem Spiel, schaue ich dann nochmal nach. Und ich würde sagen, wobei, eigentlich haben wir uns schon mal die normale Simulation gegeben. Doch im CL-Finale, ne? In der zweiten Halbzeit gegen Barca. Glaube ich. Na, wie auch immer, es wird schnell simuliert. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Komm schon, Jungs. Jawohl, 2-1. Auch wenn wir da eigentlich hätten schon souveräner auftreten sollen. Jolund nach einer Game von Bornau macht das Ding. Dann gibt es hier einige Wechsel. Waves von Bornau von unserer Seite, dann irgendwelche Gegner und dann Ning für Schlotterbeck, nachdem wir das 1-1 durch Kiese Telin kassiert haben, wer auch immer das ist. Und Duran Will hat uns dann erlöst in der 82. Und wir konnten durchziehen und es gab noch eine gelbe für ein Malmö für Tinnerholm. Ja, Interview nach dem Spiel. Ja, oh, Sporting hat auch auf die Fresse bekommen. Wir sind nicht die Einzigen. Aber nee, wir haben von Sporting aufs Maul bekommen. Aber gegen Real könnte es ähnlich ausgehen, We just wanted natürlich. to ask you a couple of questions. Gerhard, weiß nicht genau. Ich habe es ja nicht gesehen. Deswegen machen wir es einfach mal so, die Moral zu dingsen. Wir konzentrieren uns auf die nächste Partie, würde ich mal sagen, weil ich es halt nicht analysieren kann. Was für das nächste Spiel gegen Malmö? Ich glaube, wir haben das erste Mal gegen die gespielt. Überhaupt, was labern die für eine Scheiße hier? No more questions, Also thank echt, you. die, ey, manchmal in den Interviews, also klar, das ist nur ein geringer Punkt, aber eigentlich kann man sich die Pressekonferenzen sparen eigentlich. So. Aber gut, das ist halt nur ein kleiner Kritikpunkt, weil so wichtig ist das nicht für mich. Hat zuletzt nicht gespielt. Ja, warum hat der nicht gespielt? Weil er nicht fit ist, ihr Opfer. Ganz ehrlich. Warum denkt ihr, hat der nicht gespielt, weil ich keinen Bock auf den hatte? Nee, der war nicht fit. Oder hat er gespielt? Ah ne, der hat gespielt. Was labern die? Sind die blöd oder so? Der hat gespielt gegen Malmö, ihr Ottos. Was ist da? Also EA, ihr liegt mal wieder komplett blöd mit euren Aussagen. Aber gut, was erwarte ich eigentlich von EA? So, dass die Aussagen, die die treffen, Sinn ergeben? Ich glaube, das ist zu viel verlangt tatsächlich. Ich glaube, das ist echt zu viel verlangt. Das kann man von EA nicht verlangen. Deswegen sorry an der Stelle, wenn ich gedacht habe, man kann sowas von EA verlangen. Ist mein Fehler. Und ja, ich müsste es eigentlich besser wissen. Ne? Deswegen ja, sorry an der Stelle. Sorry, an der Stelle. Scheiße, ich kann nicht mehr, ey. Da hält's mich kaum raus vom lauter Lachen, ey. Ach ja, ihr seid schon so dumm, Batze, ne? Aber kannst du auch nichts gegen sagen, ey. Die sind echt. Ja, die Intelligenz von denen, die muss in Frage gestellt werden. Das kann ich leider nicht anders sagen, ne? Das muss man leider alles, was sie tun und sagen, in Frage stellen hier. Ausgeglichen? Nicht? Ah, okay, Fokus auf Leistung einfach. Ich hoffe, das klappt so, aber wenn nicht, dann ja, passt das halt trotzdem, denke ich. Ich denke, das geht fit. Aber wer weiß, wir werden sehen. Ich würde halt gerne die Bissigkeit erhöht haben hier bei den Leuten. Also nicht nur die Energie, sondern auch die Bissigkeit natürlich ein bisschen mehr hoch, aber ob das klappt. Aber wir haben nach dem Leipzig-Spiel anscheinend frei, was den Verein angeht. Und das Nationalteam darf dann durchstarten, theoretisch, weil, ja, wir haben ja keine geilen Jugendspieler. Was mir überhaupt nicht gefällt. Ja, das Nationalteam abgestellte Spieler ist okay. Dass ihr mich nochmal dran erinnert, aber interessiert mich eigentlich ein Scheiß gerade. Sag ich, wie es ist. So, ich möchte allerdings in den Jugendstab, weil wir haben ja einen dazugeholt. Was heißt, ah ne, nicht hier, sondern ich war noch bei Dreieck drücken, aber dann habe ich irgendwie doch falsch gemacht hier. Genau den hier, den Adams. Und ja, der hat eine krasse Gesamtstärke, aber Potenzial ist nicht so da aktuell. Aber wir haben ja gesehen bei Doucouré zum Beispiel, ne? Da haben wir ja gesehen, dass das nicht unbedingt was heißen muss. Ja, ich würde ihn gerne auf hier, okay, Sprint kann ich nicht erhöhen. Ich kann ihm kein Tempo mehr geben? Ist ja scheiße, ey. Was ist das denn für Müll, ey? Also sowohl der Spieler als auch, dass ich kein Tempo geben kann. Sehr gut, erstmal den Nationalspieler für einen Top-Nachwuchs hier für, also den vielleicht besten Nachwuchs für mein Land, mein Team als Nationaltrainer erstmal direkt beleidigen, so. Man kennt ihn. Und ja, machen wir hier mal weiter mit dem
Adams, den kann man vielleicht ausleihen. Ist vielleicht so sinnvoll, keine Ahnung, weil ob der an Bajetic, ob ich da Bock habe auf Bajetic und Neves zu verzichten und Serra-Marie, ja, wage ich zu bezweifeln. Also lassen wir erstmal auf der Leihliste, aber heißt ja nicht, dass er ausgeliehen wird, ne? Balde hat rote Bissigkeit, warum? Der hat gespielt. Also warum ist hier rot? Na gut, dann geh mal runter, ne? Weil was rot ist, das mag ich so gar nicht hier. Weil wir sind ja nicht bei Kaiserslautern, da hätte ich sagen können, ja, okay, nur rote Trikotfarbe geht fit, ne? Ja, deswegen, weil den nehmen wir ausnahmsweise nicht mit. Wobei, das kann man ja auch im Spiel erhöhen eigentlich. Aber ich muss halt gegen Leipzig schauen, dass wir alles rausholen, was wir hier rausholen können. So, deswegen nehmen wir ihn auch mit, statt Rico Lewis, von den Gesamtstärkenpunkt her. Ja, Gerhard, du musst wieder raus für Neves, weil da ist mehr Potenzial und der hat halt auch ein bisschen Gesamtstärken besser. Bajetic kommt dann auch mit statt Gerhard. Du kommst im nächsten Spiel ran. Thomas Müller, den möchte ich gerne mitnehmen, aber andererseits halt auch gerne Wanner das Vertrauen schenken hier. Ja. Ja, das ist so das Problem. Die alte Garde, die ist halt trotzdem cool, aber ja, ne. Savio hat auf 81 hoch, nice, sehr gut. Jolund, ja, Jolund hat schon eine 86, aber ich würde ihn gerne hier gegen Leipzig sehen, wie das geht hier. Genau, Adams. Ja, nicht gegen Leipzig. So, der kommt mal mit, aber nicht gegen Leipzig. So, nicht gegen Leipzig, nicht gegen Leipzig. Ja, dann sind wir, glaube ich, set to go. Ich hoffe, ich habe Doucouré mitgenommen. Weil der hat ja auch nicht nur, dass er der beste Spieler in meinen Augen ist, was die Verteidigung angeht, sondern halt auch hat er jetzt auch das beste Potenzial von denen, die sich halt noch nicht so entwickelt haben. Also Rico Lewis, der ist ja schon durch, ne? Und ja, Doucouré, der muss noch ein paar Gesamtstärken gehen, aber da bin ich überzeugt von, dass er das erreichen wird im Laufe der Zeit. Bei Jamie, bei Nugittens, da bin ich optimistischer gestimmt, aber irgendwie ist das mir trotzdem zu wenig, weil ich meine, in einer Saison, da war unser bester Torschütze, vielleicht sogar der gesamten Liga, und trotzdem ist er halt noch schlechter wie Jolo, und der ja in einer Saison also die größtenteils der Saison ja verpasst hat wegen einer Verletzung, und in der anderen Hälfte hat er sich ja mit Mokoko abgewechselt. Und ja, er spielt trotzdem krass, der Jolund, aber ich finde, Jamie, der hat es halt mehr verdient, dass die Gesamtstärke hochgeht, aber wahrscheinlich wird die Schirmeposition einfach bevorzugt von EA, das ist so meine Vermutung. Und ich finde, da sollte man halt schon ein bisschen pushen von den Gesamtstärken her, da geht noch mehr EA. So. Und da meine ich jetzt nicht nur Leute mit Potenzial wie Jamie, sondern auch bei Czerny oder Wimmer, so, die spielen auch krass, da finde ich, hätten die halt auch verdient, ordentlich hochzugehen von der Gesamtstärke. So. Also wer ordentlich spielt und halt noch nicht zu alt ist, der sollte halt noch ordentlichen Boost auf die Gesamtstärke geben. So, wenn der halt unter 30 noch so ist und macht 30 Tore oder 40 Tore in der Saison, dann sollte man da auch ordentliche Gesamtstärke-Veränderungen sehen, finde ich. Lokeba haben die. Ah, den habe ich ab und zu geholt in EFC 24, in FIFA 22, wollte ich sagen. Genauso wie halt auch ein Dani Olmo sehr, sehr gerne geholt. Genauso wie halt auch andere, die mal bei Leipzig waren in FIFA 22, so wie Dominik Szoboszlai, wie Christopher Nkunku, oder halt, ja, Simakan hatte ich, glaube ich, einmal in FIFA 22 geholt und hier ist es zum zweiten Mal der Fall. Ja, Leipzig habe ich Šeško gesehen, das ist auch ein bekannter Name, ne, aus der Bundesliga. So, hat ja mal für Bochum irgendwie so ein Šeško gespielt, aber wird vermutlich nicht derselbe sein, oder? Der eine Tschechko, den ich meine, ist bestimmt schon längst in Rente. Ah, vielleicht ist ja Tschechko, den die jetzt haben, ja auch krass. Da sehen wir ihn. Oh, der dribbelt hier, als gäbe es keinen Morgen. Krass. Vielleicht kann er sich ja auch einen Namen in der Bundesliga machen. Aber hoffentlich nicht auf unsere Kosten. Donnarumma. Diese Glanzparade hier. Super, da war er gefordert und er ist jedes Mal da, wenn er bisher gefordert wurde. Das ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, ich habe den Keeper zu spät rausgeholt. Aber egal, unsere Abwehrspieler sind mal da und ja, da habe ich ins Ausgespielt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Vielleicht hätte ich einfach nach vorne schießen sollen in der Situation. Ja, es ist halt auch ein komplett anderes Feeling. Dabei habe ich nur ein Pace ein bisschen hochgestellt, also und einen krasseren Gegner. Donnarumma, boah, da hatten wir Luck, Aluminiumglück für uns, Pech für Leipzig und Donnarumma hat das dann. Ja, tja, bitter für Leipzig, ne? Donnarumma geschlagen, Aluminium. Nicht geschlagen, sozusagen. Also im ersten Versuch halt Donnarumma.
nichts gemacht, aber das Aluminium hat er gesaved, da sind wir am Ball und ja, der hätte durchaus drin sein können. Aber nicht gegen einen Gulaschki, der auch nicht zu. Also der ja auch ein guter Keeper ist, kann man sagen. Jamie Benno-Gittens und Dyran Wild, schönes Spiel. Hier, Jolund auf. Nein, ich wollte auf den anderen Typen da spielen, auf den. Der. Den hier, Jolund. 1-0. Ah, ging ja trotzdem gut. Führung gegen RB. Und das freut vielleicht nicht nur die Wölfe-Fans und halt auch die Zuschauer des Kanals, sondern auch vielleicht auch die gesamte Bundesliga, wer weiß. So, weil alles, was ich mitbekomme, ist, dass Leipzig ordentlich Hate abbekommt. Mir sind sie egal, wie gesagt, so. Und ich verstehe halt auch nicht, dass Bayern gegen Leipzig, also Bayern-Fans gegen Leipzig, ja, was heißt hetzen, aber halt, dass sie gegen Leipzig schießen, weil das kann ich gar nicht nachvollziehen, ne? Weil da wäre ich eher für Leipzig als wie für Bayern. Und ja, und ich finde halt auch nicht, dass Leipzig den Fußball kaputt macht, sondern eher Bayern, weil Bayern halt die Liga aufkauft und nicht RB. So, klar, RB macht auch keine Ahnung, was sie genau machen, aber macht vielleicht auch ein bisschen was falsch, aber in meinen Augen so hält sich das in Grenzen, da merkst du nicht wirklich was von. So kommt es halt mir vor. Aber klar, ich bin halt auch ein bisschen raus und so, vielleicht gibt es da Leute, die das besser beurteilen können als ich, aber in meinen Augen machen die nicht so viel falsch wie die Bayern und ich verstehe es halt nicht, dass Bayern-Fans gegen RB am Hetzen oder Schießen sind. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. So, weil in meinen Augen so, ja, Bayern macht die Liga kaputt. So. Durch das Aufkaufen und ja, da gehen wir kaputt durch ein krasses Solo von André Silva. Ich weiß nicht, ob ich da hätte was besser machen können. Also wenn, dann habe ich es nicht gesehen. So. Aber vielleicht hat es auch einfach besser gemacht hier. Hier sehen wir es nochmal. Da. Erst der gute Pass von seinem Teamkollegen und dann, ja, Donnarumma kam raus, aber leider kein Halten mehr für gegen André Silva hier. Ja. Schade, dass er noch da ist. Bei RB und in der Bundesliga. Schade, schade, schade. Ja, aber ich weiß noch nicht, warum sich das auf einmal so anders anfühlt, weil gegen Bremen, Stuttgart so in den ersten Partien, so wir haben den voll auf die Fresse gegeben, dann kommen Bayern und Leipzig hier. Klar, die sind bessere Mannschaften so von dem Kader her, aber, also denke ich mal, ja, wo Stuttgart ja sogar in Real Life am Brillieren ist, so, also soweit ich informiert bin, sind die ja in Real Life am Abgehen ordentlich nach oben und in der Spielerkarriere sind sie abgestiegen, ne? Trotzdem Gyökeres und ja. Krasse Parade von Donnarumma, sehr gut gemacht gegen Olmo, da sich durchgesetzt. Ich glaube, das war Olmo. Und ich hole den Keeper schon wieder zu spät raus, aber Donnarumma hat den trotzdem. Und ich finde, da hätte es eine Verwarnung geben müssen, weil der hat doch im 5-Meter-Raum nichts zu suchen oder was außerhalb. Aber generell so, also hätte das hier eigentlich eine Verwarnung für den RB-Boy sein müssen. Also keine Karte, aber so eine Verwarnung so, finde ich, die wäre schon angebracht gewesen in der Situation. Und ja, Junge, lauf doch noch weiter. Meine Fresse, ich wollte dem spielen, wo er noch nicht so weit gerannt war. Ah, das waren natürlich meine Boys, ne? Die, wenn sie mal frei sind, dann laufen sie ins Abseits rein, während RB das halt nicht macht, so. Also nicht nur RB, sondern halt die komplette KI, kann man sagen. So, weil egal welcher Gegner, so, die haben nicht so die Abseitsprobleme wie ich da auch von Jamie, aber Jamie, da ist noch gut gegangen, zum Glück. Ich weiß nicht, wie das auf der anderen Seite ausgesehen hätte, war ja egal, weil sind nicht am Ball gekommen. Schade, Jamie. Aber dann war Gulaschki mal getestet und der zeigt hier sein können, aber es war auch einfach um Keeper, deswegen, ja, ob man das so sehr beurteilen kann, das Können von Gulaschki in der Situation, keine Ahnung, lassen wir mal so stehen. Und was war das? Warum verlieren wir da den Ball? Das ist schon schade. Komm, gönn dir. Es war kein Foul. Wie du sagst mir was anderes, Kollege. Gibt's auf die Fresse. Junge Ref, willst du mit meinem Baseballschläger nach der Partie reden? Ja, willst du das? Ja, wirst du, kein Problem. Kein Problem, du dreckiger parteiischer HSO. Mich hier ein bisschen zusammenreißen wegen einem blöden Missgeburt. Ey, das war kein Foul. Das war nach Ball gegrätscht. Du blöde Missgeburt. Ganz ehrlich, also. Korruption sind wohl anscheinend hier auch in dem Spiel vorhanden, könnte ich mal sagen. Nicht nur bei Bayern spielen. Interessant. Interessant. Vielleicht auch bei generell den Top-Clubs. Wer weiß, wenn die nicht noch alles hier. Wenn nicht noch alles die Refs hier besticht in der deutschen Bundesliga. Aber wir, die Wölfe, wir. Seit ich. Also ich weiß nicht, ob es, also ich denke mal, das schon immer so war, weil hab nichts mitbekommen, so, dass mal irgendwann irgendein Skandal gab, dass Wolfsburg irgendwie Refs besticht, so. Deswegen kann es sein, dass schon immer so gewesen ist. Auf jeden Fall, wenn halt nicht, dann seit meiner Übergabe ist es so, dass es keine Bestechung gibt von unserer Seite aus, nur gegen uns. Und im Real Life kann es ja ähnlich sein. So, ich weiß halt auch nicht, warum in Real Life
Wolfsburg so mit VW in Verbindung gebracht wird, weil wäre mir neu, dass die dadurch krasses Transferbudget und so haben. So, weil warum holen sie sich da nicht irgendwie so krasse Leute? So, verstehe ich dann halt nicht, wenn sie ja so einen krassen, wenn VW ja ordentlich reinpumpen sollte, so. Weil es wird halt oft erwähnt, so Wolfsburg ja VW und so. Verstehe ich halt nicht ganz so. Wieso das halt so erwähnt wird von Leuten, haben die keine Ahnung oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen, seit ich weg war oder war das los? So. Und shit, da sehe ich alt aus. Da sehe ich älter aus, als ich bin. Und Forsberg, der lässt mich alt aussehen hier. Da sehen wir uns nochmal. Vernaschen lassen, Ding ist drinne. Ja, schlecht gemacht von mir. Und ich denke, ich kann das auch wieder runtersetzen mit dem Pace und so hier. Ja. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wann ich das machen muss, wann ich meinen Gegner boosten muss und wann nicht. EA, könnt ihr nicht einfach eine Zwischenstufe bauen oder seid ihr zu blöd dafür? Das ist eine ernst gemeinte Frage, EA, falls ihr das irgendwie mitbekommt oder so. Wäre cool, wenn ihr da irgendeine Lösung für findet. Irgendeine Zwischenstufe einfach und dann passt das so. So, einfach nur eine Zwischenstufe. Mehr will ich gar nicht. Ja? Sonst muss ich hier immer pro Partie, die ich selber zocke, immer rein und raus gehen, je nachdem. Was soll die Scheiße? Was soll diese Scheiße, EA? Erklärt's mir. Also, wenn ihr es könnt, weil ich glaube nicht, dass man das kann. So. Ich glaube auch nicht, dass meine Leistung so krass unterschiedlich ist jetzt, wie im Spiel gegen Bremen oder Stuttgart, kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn ich halt letzter Zeit gegen Bayern und Leipzig viele Ballverluste habe, warum, die ich mir nicht wirklich erklären kann. Also nicht immer erklären kann. Weil eigentlich spielen wir selbe Formation, selben, also eigentlich alles so wie immer. Und ich spiele auch eigentlich wie immer, also vom meinem Wissen nach. 1-1 steht jetzt bei Dortmund, aber es ist uns aktuell komplett egal, wenn es uns überhaupt irgendwann mal juckt. Vielleicht, wenn wir Safe Meister werden, dann können wir mal gucken, ah, okay, wie steht's bei Dortmund oder wenn die Partie hier vorbei ist. So, ansonsten fokussieren auf die eigene Leistung. Und das müssen wir ja jetzt auch. Und ich lasse mich schon wieder auf alt aussehen. Aber André Silva, nicht so eiskalt wie beim 1-0, zum Glück für uns. Pech für RB. Ja, da sieht man es nochmal, das hätte ich verhindern können. Theoretisch. Ah, egal, wir gehen mit dem Ergebnis, mit dieser knappen, dem knappen Rückstand in die Pause und Scheiße 0-5. Dortmund 1-1, Union Bayern 0-0. Die Ergebnisse sind nicht verkehrt. Da können wir kurz in der Halbzeitpause kurz drauf schauen, wenn wir uns am Erholen sind. Aber davon sollen wir uns natürlich nicht beeinträchtigen lassen, weil wir konzentrieren uns jetzt auf diese zweite Halbzeit hier. Und das müssen wir ja leider auch. Und warum spiele ich den Gegner an? Das war schlecht von mir und Savio. Wobei ich wollte ihn ja gar nicht mehr spielen lassen, ne? Ich wollte ihn gar nicht mehr mitnehmen, aber egal. Wer weiß, wie Angelo spielt. Aber vielleicht sollte ich dem auch mal Vertrauen geben, dem Boy. Dem Angelo. Als Savio gefällt mir nicht so. In den Highlights oder na, ich glaube, das waren Highlights gewesen. Wo die Situation war, wo er mich abgefuckt hat. Schön Doucouré. Ich glaube, das war Doucouré, der da dazwischen gegangen ist. Müsste so gewesen sein. Und ich hole einfach auf Befehlen meinen Keeper angeblich raus, aber irgendwie auch nicht. Aber egal, Schlotterbeck lässt sich fallen. Donnarumma hat den Ball. Aber ist ja egal. Hoffentlich, solange Schlotterbeck weiterhin gut geht und solange wir den Ball haben, ist das ja egal. Aber da verliert Moukoko leider den Ball direkt beim Anspiel. Und, ah, okay. Ich verarscht. Ich dachte, der Ball wäre schon gespielt worden. Mein Lieblingsball. Zumindest in dem Teil anscheinend. Hat sich vielleicht auch verändert, der Ball, wer weiß. Ich habe da immer Angst, wenn ich in der. Wenn der Gegner in meinem Strafraum ist. Oder generell, wenn der Gegner im Angriff ist. Ich hoffe, das ist kein Abseits von Moukoko, der sich rausbewegt hat. Hat er anscheinend. Und er macht den Ausgleich. Youssoufa Moukoko. Und deswegen steht eine Statue in Wolfsburg von diesem Mann. Ja, und da feuern direkt alle mit. Schlotterbeck auf links. Beiletic, glaube ich, ist der rechte, wenn mich nicht alles täuscht. Und natürlich sind die beiden nicht die einzigen. Da wird der Team Spirit gezeigt. Nochmal schöner Ball hier. Wobei, ist das Neves oder Beiletic? Der eine Ball, der den Ball gespielt hat. Ich weiß gerade gar nicht. Ich meine Beiletic? Na, nee, Beiletic hat schwarze Haare. Ich glaube, Neves war das. Ich glaube, Neves. Dann war es doch Neves. Okay. Ja, ich muss die beiden einfach öfter einsetzen, so. Und öfter darauf achten, wer hier, wer ist von beiden. Oder Wanner? War es Wanner? Okay, dann könnte es sein, dass ich den einfach nicht erkannt habe, weil er noch nicht so lange bei uns ist. Das würde Sinn machen. Komm schon, Josefa. Ah, ist ja auch verständlich, so ist ja noch nicht so lange mit am Start. Oder kann man das mal machen? Josefa, schieb ein! Nein, der Pfosten!
Der Pfosten ist nicht parteiisch. Der Pfosten ist für keine Mannschaft. Hier sieht man's. Zuerst ein Tor von Leipzig verhindert, jetzt eins von uns. Also der Pfosten, der macht eine gute Partie. Also das Aluminium meinte ich, macht eine gute Partie. Es war nicht nur der Pfosten, glaube ich, bei uns, da war auch ein bisschen. Wobei, doch, war der Pfosten, ne? War nur der Pfosten, ne? Ach, keine Ahnung, mir ist ja auch egal, ihr wisst ja, was ich meine. Scheiß drauf. Ich bin halt zu hyped manchmal, um zu kommentieren. Manchmal laber ich Bullshit, vielleicht auch während des Commentary, weil ich einfach so gehyped bin auf die ganze Lutsche. Und komm, Savio, zeig mal, dass du doch was drauf hast, außer Scheiße zu bauen. Wanner und Mokoko schiebt ein, wollte ich sagen, aber nein. Gulaschi ist noch down. Meiner, der sieht ein bisschen besorgt aus der Trainerbank. Der hat den drin gesehen. Der hat den drin gesehen. Das spreche ich aus Erfahrung. Schlotterbeck. Doku, Rekomono. Gulaschi ist einfach eine Hausnummer hier. Also der macht auch ein richtig gutes Spiel. Rauf Felix anscheinend für Emil Forsberg. Openda kommt auch noch rein. Scheißen Dreck hier. Trendy, komm schon. Ah, wir trenden worldwide, aber das reicht nicht. Trend mit dem Kopfball auf Udo Gi. Immer noch die Aktion. Duran will, schießt. Aber Gulaschi zeichnet sich erneut aus. Können wir diesen Gulaschi noch irgendwie überwinden hier? Also ein weiteres Mal überwinden, meine ich natürlich, weil wir haben ihn ja schon überwunden. Aber kriegen wir das nochmal hin oder hält er am Unentschieden fest? Oder vielleicht sogar kommt es noch schlimmer, wer weiß. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie diesen Mann so schnell und gut es geht überwinden. Aber können wir das? Wanner mit dem Ballverlust. Und jetzt ist Leipzig dran. Jetzt ist Leipzig dran. Wanner ist da, holt sich den Ball zurück. Der Ref sagt faul, aber ich raste aus fast hier. Das ist keine gelbe, du Hurensohn. Und man sieht auf der Trainerbank, die Leute müssen mich, also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die Leute müssen mich da zurückhalten, dass ich nicht auf den Ref losgehe. Weil das war keine gelbe. Das war absolut nichts. Das war einfach nur Ball gewonnen. Und was die Gegner manchmal machen, da, ja, Fehlentscheidung, Korruption, da sieht man es, Korruption ist erfolgreich. Und damit meine ich nicht RB, ich weiß nicht, ob die echt korrupt sind oder nicht, kann ich mir nicht vorstellen, weil sonst wären sie wahrscheinlich schon mal Meister geworden. So. Oder generell erfolgreicher, denke ich. Wobei kommt natürlich auch darauf an, wie viele andere es noch gibt mit Korruption und so. Aber gut, wie kann auch sein, dass trotzdem so ist. Openda macht auf jeden Fall das Tor, deswegen meine ich, oh, als ich gesehen habe, der ist eingewechselt. Weil ich mir sowas schon gedacht habe. Und ja, aber hier sieht man es einfach, EAFC, die Korruption. Und ganz ehrlich, EA, macht das entweder komplett raus, die Scheiße mit den Fehlentscheidungen der Refs, oder macht die beidseitig. Weil sowas geht halt gar nicht. Weil es ist nur gegen den Spieler und das hat nichts mit Fairplay zu tun. Das hat nichts mit Fairplay zu tun oder Schwierigkeit, das ist einfach nur asozial. Das ist einfach nur asozial und gegen den Spieler und das sollte nicht sein. Weil das geht so nicht, EA. Das geht so nicht. Wäre es auf beiden Seiten, würde ich sagen, ist in Ordnung. Weil dann ist keiner bevorteiligt, keiner benachteiligt und dann ist das Fairplay. So, weil wenn weder wir noch der Gegner dadurch zu sehr benachteiligt und beeinträchtigt werden, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Oder macht's halt wie gesagt komplett raus. Entweder oder EA. Aber ansonsten müsst ihr echt mal was, müsst ihr es echt, hat's echt nichts mit Fairplay zu tun. So. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Aber muss ich. Und Schlotterbeck, sehr schön, Junge. Zeichne dich auch mal aus hier. Ah, Wanner ist das. Leider gelb gesehen hat, zu Unrecht auch. Ah gut, wir haben auch die rote Karte mal für Doucouré gesehen, die, wo er noch nicht mal einen Gegner berührt hat. Also, ja. Die habe ich auch noch lange nicht vergessen. Und ich finde, wir haben ja mehr verdient, aber RB, die nutzen das natürlich aus. Die wollen uns nicht nochmal zum Angriff kommen lassen. Die wissen, wie gefährlich wir sind. Und das nicht nur durch dieses Spiel. Ja, ich bin geladen, weil wenn wir verlieren, weil der Gegner besser ist als ich, okay. Aber wenn wir verlieren, weil es Korruption ist, nee, das ist dann doch scheiße. Weil es war ja keine gelbe. So, es war keine gelbe, es war ein fairer Ballgewinn durch diese Grätsche. Und ja, mal wieder eine Fehlentscheidung gegen uns, weil anders gibt es ja auch kaum Fehlentscheidungen in IFC, muss man leider so sagen. Es war schon immer so, oder was heißt schon immer so, aber es geht schon über längere Jahre so mit den Fehlentscheidungen, die nur gegen den Spieler sind, nicht gegen die KI und das sollte nicht sein. Also entweder, wie gesagt, gehen die Fehlentscheidungen gegen beide Teams, dann wäre es realistisch und in Ordnung. Oder halt, es geht halt, oder es wird halt komplett rausgenommen und es gibt keine Fehlentscheidung mehr. Fertig. Entweder oder EA. Aber macht es mal fair, ihr Wichser. Und dann kommt der Ball in die zweite Reihe und es läuft die Zeit davon, ihr Wichser von RB, Mann. Das machen sie natürlich, weil sie nicht wissen. Ah, wir haben den Ref bestochen. Ah, wir haben den Ref bestochen.
Meine Fresse, immer diese Korruption, ey. Ja, hat nichts mehr mit Fußball zu tun, ey. Yeah, also das hat nichts mit Fußball zu tun, ey. Falls ihr mich hört, falls ihr das mitbekommt. Youssoufa Moukoko, bestraf sie! Gulashi sagt nein. Dammit. Dammit to hell, kommt schon, Jungs. Ran hier. Junge, lauf doch schneller, wir haben nicht die Zeit, Mann. Du fetter Sack, Alter. Meine Fresse. Da läuft da nicht, ey. Für was stelle ich Savio auf? Der darf im nächsten Spiel echt mal draußen bleiben. So, das war die letzte Chance, die ich ihm gegeben habe, weil ich mir dachte, ja komm, der hat Potenzial, der hat Gesamtstärke, aber nein, Alter. Und so einer will hier spielen, da lässt er sich Zeit. Junge, wir liegen hinten, du Missgeburt. Zwar wegen der Korruption, aber trotzdem, und da laufen sie. So hätte ich ihn gerne beim Eckball gesehen. Ja, pfeif doch noch mehr für die, du Hurensohn, Mann. Pfeif noch mehr für die. Pfeif noch mehr für die, Junge. Ich komm dir dahin nach dem Spiel. Ich hau dir auf die Fresse. Und mir egal, ob der Verband mich dann sperrt, dann ist das halt so. Meine Fresse. Das kann's echt nicht sein. Wir verlieren wegen scheiß Korruption. Weil das war keine gelbe von Wanner. Das war keine gelbe. Es war nicht mal ein Foul. Er hat durch die Grätsche fair den Ball gewonnen. So. Und da hätte man nicht mal auf Handspiel plädieren können. Es war nichts. Ja, ich mach da meinen Spielern nicht zu sehr Vorwürfe, weil ich habe reingeschissen und dann gab es diese Korruption, die das 2-3 ermöglicht hat. Und er wird daraus lernen, wer? Der Ref? Er wird nicht daraus lernen, der korrupte Hurensohn. Na, es wird wieder besser, hoffe ich. Weil diesmal hatten die Korruption und das Glück auf ihrer Seite. So. Und ja, ich denke, ein bisschen hat tatsächlich gefehlt. Danke, dass Sie bei Deswegen uns sage ich waren. das so, aber wie gesagt, ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Ich mache dem Ref Vorwürfe und ich mache mir selber auch ein bisschen Vorwürfe. Weil ich denke, das ist dann fair geäußert, fair so gesagt, wie es war. Und wäre die Korruption, diese Fehlentscheidung nicht gewesen, hätten wir vielleicht nicht verloren. Das ist nun mal leider so. Und ja, Sean Adams, ich guck mal, ob man dich mitnimmt in das Nationalteam rein. Und ich hasse solche Niederlagen. Weil die hatten nichts mit Fairplay zu tun. Die hatten nichts mit Fairplay zu tun. Das war einfach unlucky und halt Korruption. So. Klar, unlucky kannst du nicht immer was gegen machen. Sag ich, wie es ist. Dann ist das halt so. Aber gegen diese Korruption? Ja gut, ich kann nichts machen. Aber EA, dagegen sollte man was machen. Ihr Penner. Ganz ehrlich. Sag ich, wie es ist, ey. Was soll das, EA? Warum? Kriegt ihr das in keinem Spiel hin oder was ist los? So kann man mal ein bisschen sortieren, weil ich das hier gerne sortiert habe hier. Den ganzen Scheiß hier. Kovat. Wayne. Ich weiß nicht, ob man den umwandeln kann zum normalen Stürmer, sage ich mal. Burns. Wobei. Nehmen wir den hier mit. Der hat eine 70er Gesamtstärke. Ja, leider kein ZM hier. Egal. Machen wir mal so hier. Und ja. Wird ein Testspiel sein, ne? Wir haben ja auch keine Quali-Runde mit Neuseeland, ne? Hätte vielleicht doch besser ein europäisches Team genommen, damit wir. Aber ich weiß halt auch nicht, ob es Sinn macht, irgendwann mal in IAFC eine Nation Sprint to Glory zu machen, weil das halt so scheiße ist mit den Jugendspielern, dass wir kaum welche finden. Deswegen keine Ahnung, ob das wegfällt oder nicht. Hatte ich halt eigentlich die Idee gehabt und dachte mir, yo, in FIFA 22 konnte man das auf jeden Fall machen. Mit Finnland habe ich das mal erfolgreich gemacht und das ging halt einiges schneller wie hier. So, da hätte ich jetzt schon einige krasse Leute gehabt. Und wenn nicht sogar ein komplettes Team, aber hier ist es leider nicht so. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Part vielleicht wieder. Ciao, Leute.